Uiuiui. Wo treiben wir uns denn hier rum? Ich weiß gar nicht, was ich groß sagen soll. Ich glaube, das ist das Video, auf das ich mich seit Monaten freue und ja, und nichts davon sagen konnte, was genau wir machen, weil es immer wieder auf der Kippe stand. Aber wie ihr im Titel lesen könnt, es geht nach Marokko. Quasi das, was ich schon jahrelang vorhatte, endlich mal mit dem Quad nach Afrika, nach Marokko. Es war immer der Plan nach Marokko, nach Tunesien, bisschen Sand spielen, ein bisschen die Landschaft genießen. Endlich hat es gepasst, auch mit Corona. Dank den Impfungen hat es doch gepasst. Jetzt ist alles safe und es geht nicht irgendwann los, sondern es geht quasi heute los für mich. Es ist der Morgen vor der Abfahrt. Wie ihr seht, alles noch schwer verwüstet und verbreitet, weil ich gerade die Taschen zu Ende packe und dann geht es gleich schon los. Sobald ich gleich alles gepackt habe, geht es für mich nach Karlsruhe zu Kevin. Da werden wir alles weitere laden, die zwei Mopeds auch im Bus und dann geht es morgen schon nach Italien. In Italien, in Genua, ist dann die Fähre. Mit der Fähre geht es dann rüber nach Marokko. Da werden wir dann knapp 14 Tage bleiben und ja, die Landschaft erkunden und viele lustige Dinge hoffentlich machen. Ich denke mal, das ist ja bei der Konstellation auch zu erwarten. Und ja, jetzt ist das große Packen noch angesagt. Ich will euch so einen kleinen Eindruck verschaffen, was wir alles mitnehmen, wo es hingeht und was wir da so vorhaben. So, das erste, was ich euch zeigen muss, unser Gefährt für die nächsten Wochen. Da mein Craft-Teller jetzt so klein war und wir nicht alles reinbekommen hätten und wir also mit zwei Fahrzeugen fahren hätten müssen, was durch die Fähre halt wesentlich teurer geworden wäre, hat uns Motul ihren Bus geliehen. So, was habe ich denn bisher eingepackt? Ich habe die Scrambler natürlich. Schon mal eine Kiste mit Ölen, Fetten, Schmierstoffen, alles wirklich, was man braucht. Quasi, wenn ich auch einen Service vor Ort machen will, dass ich alles dabei habe. Wenn man hier oben ranzoomt, sieht man ein, zwei Kartons. Das sind alles Ersatzteile von Polaris. So das Wichtigste, was kaputt gehen könnte. Was hoffentlich nicht passiert. Aber falls was kaputt geht, dass ich Ersatzteile dabei habe. Das Wichtigste. Ja, hier ein, zwei Kisten noch mit Ersatzteilen. Was haben wir da alles drin? Ja, Werkzeug, Ersatzteile für Scrambler generell. Hier Kennzeichen noch, muss ich auch noch dran machen. Riemen dabei, alles Mögliche. Hier noch einen kleinen, ja, Kanister-Zusatztank, den ich auf die Scrambler drauf machen werde, wenn wir mal längere Touren fahren. Da müssten nochmal, glaube ich, 20 Liter reingehen. In Marokko ist es nicht so wie in Deutschland, dass du alle 10 Kilometer eine Tankstelle hast und wenn du dann halt mal eine Tour fahren musst von 100 oder 150 Kilometer, wo es keine Tankstelle gibt, ja, da werde ich auch mit der Scrambler doof gucken. Und Kevin mit der Enduro wird damit sicher auch schon Probleme bekommen. Deswegen kleiner Zusatztank für die langen Touren. Wir werden auch so alles planen. Wir haben einige Anhaltspunkte, wo wir herfahren und können ungefähr planen, wo die Tankstellen sind. Aber falls es noch mehr sein wird, immer was dabei haben, ist besser als die Nacht in der Wüste zu verbringen. Generell würde ich sagen, gar nicht so viel eingepackt. Die paar Ersatzteile. Dann hier noch Sandbleche. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch kennt. Aber wenn man mit dem Bus hier oder generell mit einem Auto mit den Rädern in Sand reinfährt und stecken bleibt, da hat man ja absolut keine Chance eigentlich rauszukommen. Und da legt man diese Sandbleche hier vor die Räder. Die liegen dann auf dem Sand auf. Und dann kann man quasi, wenn der Bus auf den Sandblechen Grip bekommt, darüber wieder rausfahren. Das ist quasi so, ja, eine Möglichkeit, um sich ein bisschen selbst zu behelfen, wenn man dann doch mal feststeckt. So, wieder im Warmen. Jetzt mal einen kleinen Überblick, was wir hier alles haben. Klar, meine Reisetasche mit all den Klamotten, die ich brauche. Für 14 Tage einige Unterhosen auf jeden Fall dabei. Dann hier meine Fahrklamotten, was jetzt so zum Standard Knieschoner, Neckbrace und so Sachen, die Stiefel, der Helm, alles schon vorbereitet. Und ja, hier habe ich noch einiges zugeschickt bekommen und noch einiges bereitgelegt. Mit so viel habe ich auch gar nicht gerechnet, da muss ich wirklich allen Partnern danken. Als ich erzählt habe, was wir vorhaben, war quasi jeder direkt begeistert und ja, kam einiges für mich daheim an. Auch hier von Grenzgänger ein riesen Care-Package. Dann nochmal vielen, vielen Dank an die Truppe. Hat mich sehr gefreut. Und ich glaube, hier mit der Ladung bin ich echt gut ausgerüstet. Genügend Handschuhe, sogar noch ein paar Unterhosen. Socken, gerade hier im X-Socks für in den Stiefeln, wenn ich ja 14 Tage jeden Tag in den Stiefeln bin und nur meine zwei Socken, die ich so hab, anziehe. Ich glaube, da werde ich spätestens nach einer halben Woche aus dem Land rausgeschmissen, weil ich so stinke. Das wollen wir ja nicht. Aber sonst auch alles dabei, echt wirklich. Hammer, 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 vielen Dank. Damit komme ich auf jeden Fall gut über die Runden. Neue Handschuhe, dann auch aus der neuen Nightglow-Kollektion. Es ist alles dabei, noch ein paar Motocross-Hosen. Geil,
kurze Klamotten vor allem, weil es wird ja hoffentlich auch schön warm. Also nicht, dass Marokko nicht schon cool genug wäre, auch gerade im Quad und mit dem Motorrad, sondern haben wir da auch noch schöne 24, 25 Grad. Das ist ein bisschen besser als das, was jetzt hier gerade draußen los ist. Ich meine, gerade scheint die Sonne, aber haben trotzdem irgendwie nur 5 Grad oder so. Und ja, bin ich mal gespannt. Kriege ich doch noch ein bisschen Sonne ab, weil dieses Jahr war quasi gefühlt jeder Tag, wo richtige Sonne war, war ich arbeiten. Und ja, hatte nicht so viel von der Sonne, würde ich sagen. Gerade von dem Sommer hier in Deutschland eigentlich gar nichts. Dann geht's weiter. Hier natürlich den ganzen Kamera-Equipment-Zeug. Hier ist Objektiv. Ich hole nur die kleine Kamera mit, die 6400, aber Kevin die A3, dann kriegt er das Objektiv. Hier noch für die 6400 ein kleines Objektiv. Dann hier natürlich GoPro und Zubehör. Haufen voller Akkus. Akkus für die Kamera, mit der ich jetzt gerade filme. Hab mir noch einen Media-Mod bestellt. Ich hoffe mal, das wird auch die GoPro noch ein bisschen besser machen, gerade was Tonqualität angeht. Für Kevins A3 kriegt er noch ein paar Akkus mit. Dann hier was ganz Cooles, quasi als Geldbeutel. Das kann man halt schön unter das T-Shirt machen, das sieht man nicht. Und ist einfach eine ganz gute Art, um ein bisschen Bargeld zu transportieren. Gerade das in Marokko, weil in Marrakesch doch noch viele, ja, nehmen wir es, Taschendiebstähle gibt. Hier haben wir schon ein bisschen Geld. Schon mal vorher ein bisschen einheimisches Geld für mein Dad bekommen als Startkapital, dass wir mehr Geld nicht direkt wechseln können, dass wir direkt was dabei haben. Gerade die Sache mit den Diebstählen haben wir noch ein paar Sachen gemacht, um das Ganze vorzubeugen. Wir haben noch Ketten dabei, um die Fahrzeuge im Bus anzuketten. Und ich habe hier noch so einen Grip-Lock, den habe ich schon bestimmt 10 Jahre oder so. Hier kommt der Lenker rein, hier der Bremshebel, das heißt, der Bremshebel ist gezogen. Man schließt ihn hier vorne ab und das Fahrzeug kann quasi nicht bewegt werden, weil der Bremshebel gezogen ist, die Bremsen blockieren und man kann halt das Teil nicht abmachen ohne Schloss. Ist alles kein hundertprozentiger Diebstahlschutz, aber hilft schon mal ein bisschen. Da wir sowieso Navi gebraucht haben, hatte ich mir Dad schon gefragt. Er hat mir das hier gegeben, sein altes Garmin. Damit waren wir 2005, also quasi 16 Jahre her, war ich damit schon in Marokko, also hat mir das schon dabei, kann ich mich noch daran erinnern, wie ich damit dran rumgespielt habe, weil es ja auch so Minispiele integriert gibt. Und hier sind einige Sachen drauf gespeichert, noch alte GPS-Koordinaten von irgendwelchen Sehenswürdigkeiten, von irgendwelchen coolen Orten, an die man hin sollte. Und wie durch Zufall hat sich in der Zeit Garmin bei mir gemeldet, dass sie ein neues Navi im Angebot haben. Das Thread, das ist den hier Powersports Navigationssystem, extra für Quads, Side-by-Sides und auch für Motorräder geeignet. Und da meinte ich, hey, das passt perfekt. Brauche ich für Marokko, muss ich testen, muss ich mitnehmen. Und ja, hier steht's. Das hier ist Nummer 1. Kevin kriegt Nummer 2 an Lenker. Und dann, wie man es hier ein bisschen drauf erkennen kann, gibt es das sogar mit der Funktion, dass man live sieht, wo der andere fährt. Was natürlich auch sehr praktisch ist, gerade wenn man in ja, Gelände wie den Dünen unterwegs ist, um halt sich nicht gegenseitig in die Karre zu fahren. Oder wenn man sich mal wirklich verliert, was halt passieren kann, dann ist das echt geil. Man sieht auch, wie weit die Leute weg sind. Das ist halt super übersichtlich. Und das, man muss auch sagen, sie haben die Zeit, die Entwicklungszeit schon genutzt. Das sieht ja auf jeden Fall ein bisschen besser aus als das, was wir hier haben. Oder ein bisschen, ja, sagen wir mal, moderner. Aber macht sich auf jeden Fall schon gut an der Scrambler. Ich habe es schon angebaut. Das kriegt ihr auch in einem anderen Video zu sehen. Beziehungsweise kriegt ihr das in dem Video zu sehen, wo ich die Scrambler generell fertig mache für den Trip. Das Video habe ich ja schon gedreht. Also das hier ist theoretisch nicht mein erstes Video über die Tour, sondern das zweite. Aber ihr bekommt das hier zuerst zu sehen. Und dann kommen die anderen nach und nach. Und dann werdet ihr quasi Schlag auf Schlag Videos bekommen. Als weiteres sehr hilfreiches Mittel haben wir von Cardo das Packtalk zugeschickt bekommen. Das heißt, jeder von uns kriegt so ein Funkgerät an Helm. Wir können untereinander reden. Damit müssen wir nämlich nicht immer wieder anhalten und sagen, hey, wo müssen wir jetzt hin, wo fahren wir hin, was machen wir jetzt, sondern können einfach dabei reden, was es auch noch das Ganze ein bisschen beschleunigt, sodass man nicht alle 5 Minuten anhalten muss. Ich denke, man hat ganz gut gesehen, dass ich ja mich ein bisschen vorbereitet habe. Die letzten Wochen gingen quasi eigentlich fast nur noch hier drum. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr werdet auch mit dem Content sehr, sehr viel Spaß haben, weil es wird einiges kommen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das war ich lange nicht mehr vor dem Trip. Erstes Mal so richtig außerhalb von Europa einen eigenen Trip machen mit Quad und Motorrädern ist auch ein bisschen, ja, mal was Neues. Gerade jetzt mit Marokko gibt es auch so ein, zwei Sachen, die mir nicht so gefallen. Zum Beispiel, dass jetzt die Direktflüge gestrichen sind von Marokko nach Deutschland. Was halt für den Fall von auch von einem Unfall da unten oder so auch nicht unbedingt so, ja, so gut sind. Aber wir gehen das Risiko ein. Ich glaube, oder ich hoffe, oder ich weiß, es wird sich lohnen. Es wird einfach ein geiler Trip, es wird eine geile Zeit. Und
Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß dran. Ich hoffe, dass das Internet da unten gut genug ist. In den letzten Jahren oder da, wo ich das letzte Mal da war, war das halt noch eine ganz andere Zeit. Da war das noch nicht so gut. Ich hoffe mal, dass das heutzutage halt da schon geht. Wir werden uns eine SIM-Karte kaufen und dann hoffentlich direkt alles hochladen können. Und ja, gerne von euch Feedback. Was habt ihr Lust zu sehen? Was sollen wir machen? Ihr könnt euch ja gerne auch mal selber schlau machen, da, was da unten so alles zu sehen ist. Und uns auch gerne ein paar Challenges stellen. Also wir sind offen. Wir haben 14 Tage Zeit und wir sind wie immer für alle Schandtaten bereit. Dann würde ich sagen, packe ich den Rest jetzt mal ein, habe ja noch ein bisschen was zusammenzuräumen, dann geht's ab in den Bus und dann geht's schon los. Und ja, Kevin muss sein Zeug da heute Abend auch noch reinbekommen, ich bin gespannt, wie das passen wird, aber wird schon alles gut gehen und dann sehen wir uns spätestens, ich denke mal, die beiden Videos hier, weil das und das, wo ich die Scrambler vorbereite, wird noch vor der Fähre kommen und oder während wir auf der Fähre sind und dann sehen wir uns in Marokko wieder. Und ich würde sagen, bis dann.